Okay, stärker soll es also offensichtlich noch nicht sein an den Aktienmärkten. Wir sehen das beim Nasdaq, der Kurs geht hier nach unten und ist noch alles andere als überzeugend. Und wir sehen es beim Dow Jones beispielsweise, der nach wie vor eben diese starke Abwärtsrichtung, ich zeichne das nochmal ein, diesen Fünfweller hier vorne, dann in irgendeiner Form eine Korrektur. Ich sage das jetzt mal so in etwa, vielleicht jetzt den nächsten Fünfweller macht, das wäre ja durchaus typisch, dass das, was wir hier hinten haben und vorne, das ist ja häufig ähnlich. Ein wenig deutet sich das an. Das muss aber noch nicht Sodom und Gomorra sein an den Märkten, denn dieses typische ABC-Verhalten, das ist ja ein Klassiker und ein Rücksetzer, der jetzt hier so in diese typischen Fibozonen reinreicht. Also ich mache das nochmal so ungefähr. Also was wir hier vorne hatten, dass sich das nach dieser Korrektur hier in der Mitte nochmal in etwa wiederholt, dann würden wir vielleicht landen in etwa bei 31.800, vielleicht auch 900, sowas in der Richtung. Also, das ist noch nicht notwendigerweise Ungemach, auch wenn es jetzt hier nach unten geht. Denn das ist dieses klassische Verhalten. Schub in die eine, dann gibt es mal so eine ABC in die andere Richtung und dann kommt die Fortsetzung nochmal. Das soll uns noch nicht beunruhigen. Allerdings sollte es dann auch nicht wirklich weitergehen. Also jetzt nicht auf den Zentimeter genau jetzt hier achten im Sinne von, ja, was passiert, wenn ihr jetzt 5 Punkte tiefer geht. Aber je mehr es dann nach unten davon abweicht, desto eher muss man sich die Frage stellen, das war doch wirklich nur eine Korrektur. Wirklich nur eine Korrektur, oder? War es doch, oder? Die Frage muss man sich dann schon irgendwann stellen. Noch ist es allerdings, was das angeht, kein Drama, also kein Alarmzeichen. Das Ganze gilt für den S&P 500 natürlich genauso. Wir können das mal so halbwegs andeuten. Das ist der erste Teil. Das ist der hintere Teil. Der würde es ebenfalls noch ermöglichen, dass der Kurs noch ein gutes Stück weiter nach unten geht. Nicht notwendigerweise so weit, wie ich es jetzt gezeichnet habe, aber überraschen muss das nicht unbedingt, wenn der Markt das tatsächlich nochmal tut. Also ihr seht, Stärke ist anders. Das ist nicht das, was wir am Markt sehen. Gucken wir mal auf die Edelmetalle, wie es da aussieht. Machen wir lieber den Rundumblick und dann sehen wir auch da hektische Nervosität mal nach oben, nach unten. Insgesamt allerdings ja noch keine echte Stärke. Ja, wie jetzt keine echte Stärke? Der ging doch hoch. Ja, aber wir sehen, von da ging es natürlich nach oben sogar sehr stark. Abgesehen davon, dass der Kurs ja schon halbwegs wieder das kaputt gemacht hat, die positive Stimmung. Das ist ja nicht ein echter Startpunkt hier. Der Kurs ist ja hier schon die ganze Zeit in der Aufwärtsbewegung und die ist nun wirklich schwach. Und nicht nur dieses Teilstück, also hier dieses hintere Ende, die ganze Zeit ist er ja schon in der Aufwärtsbewegung. Das ist noch nicht wirklich überzeugend. Ich weiß, viele achten im Moment auf die Zinspapiere. Die sind noch stark, also noch das, was ich hier mal angedeutet habe, hat sich noch nicht gezeigt, das kann noch passieren. Aktuell ist die Aufwärtsseite aber noch überlappungsfrei. Wir hatten ja letztens drüber gesprochen. Je weniger Überschneidungen und zumindest mal, wenn man jetzt mal diese Korrektur mit dieser hier vergleicht, keine Überschneidung, deshalb habe ich die horizontale Linie da eingezeichnet. Es gibt also ganz gute Indizien, dass der Zinsmarkt sich wieder ein bisschen erholt, was die Kurse angeht, das heißt, die Renditen wieder ein wenig eingefangen wird und damit der Druck auf der Aktienseite nachlässt. Noch ist das aber offensichtlich nicht wirklich der Fall, denn wir haben ja gesehen, dass die Aktienmärkte noch nicht wirklich profitieren und noch nicht wirklich da Schub nach oben entwickeln. So, ansonsten gibt es eigentlich nur noch eins. Wir haben den Trade des Tages, Entschuldigung, wir haben den Trade des Tages für heute einer Währung gewidmet, dem Pfund gegen den US-Dollar. Wer Spaß daran hat und informiert werden möchte über Neuigkeiten, was das angeht, unsere Trading-Marken und so weiter, der ist herzlich eingeladen, den Trade sich mal anzugucken. Einfach anmelden für den Trade des Tages. Ist kostenfrei. Und ihr kriegt dann unsere Ideen, unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken und die entsprechenden Hinweise. Deshalb unbedingt mal anmelden. Dadurch, dass es kostenfrei ist, könnt ihr ja nicht wirklich was verlieren. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.